Ja, ich bin gerade aus der Ausnahme rausgeflogen. Keine Ahnung warum. Normalerweise passiert mir sowas nicht. Also muss ich dieses Video noch zusammenschneiden, echt. Was ich eigentlich nicht vorhatte. Also, wir waren gerade stehen geblieben. Ich nenne den Christian in diesem Spiel Chef. Nicht wundern, das ist, weil er sagt, er ist hier der Chef vom PC. Also bin ich sein Angestellter jetzt quasi. Ne, Chef? Ja, Bäh. die C-Klasse fährt aber nicht sehr schnell. Oh, ich Nee. bin gerade mit 60 unterwegs. Ja, wir fangen mit dem schlechtesten LKW an, Christian. Ist doch Kann ich auch klar. nichts für. Ist doch klar, du kriegst keine Unser Ziel ist es auf jeden Fall, in die Selbstständigkeit zu gehen. Richtig, wir wollen selbstständig werden. Ein Wir wollen eigenes alle Logistikunternehmen. Firmen, die es hier gibt, also alle die Postern, alle machen wir dann voll. Anliefern. Beliefern wir dann. Nein, das meine ich nicht. Unsere Firma breiten wir aus, über ganz Deutschland. Wir waren alles voll fähig da. Ja. Aber dafür müssen wir erstmal die ganzen Lizenzen erringen. Kommt noch alles. Ja, das braucht Zeit, Also, aber. der Tachometer funktioniert nicht. Achso, da war nicht T, das war C. C, T ist Hänger Ah, abkoppeln. ja, habe ich den Hänger abgekuppelt? Nein, du hast deinen Hänger noch dran. Er fährt hier eh nicht mehr als 60. Oder? Ja, ich Ja, habe den guck. neuen. Sieht man im Außenspiegel schön. Ja, aber weißt du, warum du nie mehr als 60 fährst, Christian? Wenn es ein bisschen bergauf geht und da wir eine C-Klasse haben, die nicht so ganz so PS-stark ist, und überleg mal, du hast Eisenrohre als Fracht. Das sind keine kleinen Dinger, das sind die richtig schweren, dicken Dinger. Ja. Das ist klar, dass der LKW da kämpfen muss. Also ich habe gerade nachgeguckt, wo das abgebrochen ist. Ich habe noch immer kein Internet. Unitymedia hat mir das Internet weggenommen. Und ich zahle dafür monatlich. Der Christian weint gleich. Es ist aber jedes Wochenende das Ich gleiche. muss. Für ein, zwei Stunden Weißt du was? funktioniert dann Unitymedia nicht. Weißt du was? Wir gehen nach Unity Media und hauen den die Fresse ein. Hm? Dafür. Und dann gehen wir an den Computer, tippen da ein, Christian nie mehr ausschalten. Und dann passt das. Ich kenne mich damit aus. Ich weiß, wie das Programm von Unity Media funktioniert. Du hast im Moment auf deinem Handy auch kein Internet. Ja, weil es aus ist. Ja, WLAN. Ich hätte aber mobile Daten. Dankeschön, Chef. Gehen doch alle hier in mein WLAN rein. Ja, eine also Zigarette rauchen beim Fahren ist ja erlaubt, wundert euch nicht. Wir machen keine verbotenen Sachen am Aber Steuer. wir fahren das alles hier mit Tastatur und nicht mit Lenkrad, ne? Muss ich auch mal sagen. Ist auch einfach, aber mit Lenkrad kannst du das Spiel nicht kontrollieren. Geht nicht. Aber Ist zu empfindlich. wundert euch nicht, wenn das so ein bisschen huckelt. Oh, ruckelt, eher gesagt, ruckelt, wollte ich sagen. Was kommt jetzt als nächstes? Was steht da? 60 km auf der Autobahn, ey, das ist auch so eine Sache. Duisburg kommt als nächstes. Die Straßenschilder finde ich auch richtig gut gemacht. Du schneidest gleich die Spur, Christian. Ja. Ich fahre lieber mit Tempomat. Ist auch Der richtig. Alexander dran, aber lieber nicht. Stimmt nicht. Ich fahre auch viel mit Tempomat, Christian. Auch vor allem Autobahn fahre ich viel Tempomat. Kann man die Hände mal frei haben? Nee, nicht nur das ist. Musst du nicht andauernd beilenken und Gas geben, weißt du, weil durch das Gas geben, da wir das auf Pfeil oben liegen haben, musst du andauernd beilenken. So wie der Christian jetzt. Der lenkt immer ein bisschen rechts bei. Und du brauchst dadurch, dass du andauernd beilenken musst, um die Spur zu halten, der Christian, nervt irgendwann das
dass du mit dem Mittelfinger oben Gas gibst. Weißt du? Und deswegen ist der Tempomat gut, finde ich. Mittelfinger oben? Ja. Mittelfinger benutze zum Gas geben. Nochmal, Leute, wundert euch nicht, das ist jetzt unsere erste Fahrt. Also quasi frisch angestellt. Der Infokasten ist, sobald die Fahrt beendet ist, weg. Nehmen wir uns in Bremen. Oma. Christian, kann ich mit, soll ich mir dann in Bremen gleich direkt die neue Fracht nehmen? Ja, ja, ne? Kriegst du automatisch zugewiesen. Warum ist das? Echt, kriegt man die da in dem Spiel automatisch noch zugewiesen? Ja. War das so? Ja. Ich weiß. Ich hab jetzt auf Y und X habe ich jetzt Dings, sag schnell, ach, wie heißt das? Mit dem Linker und auf Q und W. Ja, ist okay. Auf zwei Stellen ist das jetzt abgeschlossen. Ja, ist ja richtig so, kannst du ja machen. Falls du mit Maus die Tasten, die Blinker steuern willst. Mit der Maus kannst du eben wieder nicht steuern. Doch, mit dem Maustasten. Kannst du auch machen, einstellen. Nein, nee, das nicht. kannst du einstellen. In der Tastatur Einstellung. Geh mal bitte in die Einstellung. Du solltest mal schauen, falls es anfängt zu regnen, wo der Scheibenwischer ist. Der Scheibenwischer ist bei P. Jo. Dann ist ja bei gut. Jeden Truck-Simulator hier. Mhm. Genauso wie Licht auf L und Motor auf M. Genau. Nee, Motor ist nicht beim M. Wo denn? Map ist ein M. Nee, Map ist bei M. Motor ist bei Leertaste. Du schaltest doch alles aus. Handbremse. Ja, dann schaltest du aber nicht alles aus. Den Motor muss ich ja irgendwie ausschalten können. Weiß ich. Müssen wir mal, wenn wir tanken müssen, gucken. Mir interessiert das, ob der Motor an oder aus ist. Ey. Aber unser Tank ist, wie man sieht, noch schön voll. Du meinst hier Zündschlüssel. Genau, E-Engine. Für Engine, ja. Unser Motor ist, wie man sieht, noch schön voll. Ne, Christian? Da unten die Anzeige. Du meinst Tank oder was? Ja, unser Tank. Hier, da, die Anzeige ist der Tank. Die. Die Anzeige unter dem... An dem Board, an der Bordelektronik quasi, in der Mitte zwischen den Drehzahlmesser und Tacho. Und dann haben wir noch eine kleine Anzeige. Und dann haben wir noch unten eine kleine Anzeige. Der wird schon sagen, wenn ich tanken soll. Nö, der geht einfach aus in dem Spiel, Christian. Der sagt das. Rufen Sie die nächste Tankstelle auf und so. Das Terminal müsste man doch irgendwie ausschalten können, ey. Du meinst das Informationstutorial? Nein, weil wir gerade im Tutorial sind. Wir spielen gerade die erste Fahrt, das ist das Tutorial, ja. Christian. Boah, wie weit ist denn das noch? Das dauert mir jetzt hier so lange wahrscheinlich, weil ich hier mit 60 km/h über die Autobahn zucker hier. Ja, muss Gas geben. Geht ja nicht. Der fährt nicht mehr als 60. Ja, okay. Wir haben ja schon Tempomat angemacht. Ist ja okay. Irgendwann kriegen wir einen neuen LKW. Vor allem finde ich das Coole, man kann auch, wir könnten jetzt auch jetzt die erste Fahrt machen und dann bekommt man irgendwann im Laufe der Zeit neue Stellenangebote, wo wir fahren können. Ne, Christian? Ja, kriegst du später, wenn du Level freischaltest. Ja, wenn du fährst irgendwann. Ja, dein Fahrerlevel musst du freischalten. Genau, und umso höher dein Fahrerlevel, umso mehr Angebote bekommt man und dann bekommt man auch bessere LKWs. Also der Christian und ich haben das bei seinem alten Channel geschafft gehabt, da hatten wir schon eine A-Klasse. Ne, Christian? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Da habe ich auch schon meine eigene Firma gehabt.
Katrin neu haben, das ist halt bei der eigenen Firma noch fix, wir haben mit C-Klasse an. Ja, aber kannst du dich noch an den Unterschied erinnern, Christian? Ja. Wir erst C-Klasse gefahren, Unternehmen gewechselt, zack, A-Klasse und die ist abgegangen wie Schmitz Katze. Die kam erstmal gar nicht klar. Du fährst. Okay. Ich wollte schon sagen, du fährst fast zweispurig. Wo ist die Spur wechseln? Sehr vorbildlich. Ist okay. Aber du müsstest schon näher Bremen sein, ne? Nein. Ihr fährt zu nah am Bahnsteig. Ja, den nächsten Schilder zeigen wir uns ja, wo du bist. Tankanzeige ist da unten links. Unten links und oben. Der Balken ist die Tankanzeige. Welche Balken? Beides. Das hier und das hier ist Tank. Nein, da ist kein Tank. Da steht drauf, wie viele Kilometer wir gefahren, aber wie viele Kilometer die Karre hier gefahren ist. Und ach ja, stimmt. Und das sind Warnleuchten. Da steht was drin, das erkenne ich jetzt erst. Aber der Tank ist unten links. Der ist sogar noch viertelvoll. Vierte voll ist der noch. Nein. Doch, drei, der Zeiger. Drei Viertel voll, ja, Entschuldigung. Der Zeiger steht auf drei Viertel voll, also. 24 Grad haben wir. Schön. Hier in Kastrop scheint gerade ausnahmsweise mal die Sonne. Im Spiel haben wir 24 Grad. Ja, hier in Kastrop scheint gerade ausnahmsweise mal die Sonne. Ist doch Sturm gerade mal nicht. Ne, guck doch mal raus gerade kurz. Die ganze Zeit war bedeckt, jetzt scheint die Sonne gerade mal kurz raus. Stimmt ja noch. Wir sind die Türen hier, die Fenster geknallt und alle. Scheiße. Hab ich schon mitgekriegt. Dachte mir, was ist denn hier los? Wer macht die Arme raus? Wer will ein paar? Mein Gott, ey, die Strecke hört gar nicht auf. Das Sturm hört man auch immer schön an so einem kleinen Pfeifen. Ja, das erste Video muss ich wohl eigentlich zusammenschneiden. Ist doch nicht schlimm. Da mir die Aufnahme unterbrochen wurde. Ja. Ja, zweimal, ne? Keine Ahnung, was der für ein Mut meinte. Irgendein Problem wird's haben. Hm? Irgendein Problem wird dein Computer schon mal wegen dem haben, Christian. Das ist immer so ein Problem mit alten Spielen auf neuen Computern. Yeah. Der Chris? Ich habe nie mit dir geredet. Okay. Die alten Spiele funktionieren meistens gar nicht oder sind dann nur noch am Ruckeln bei neuen PCs. Ich habe hier Windows 10 und spiele Euro Truck Simulator, ehrlich, aber German Truck Simulator von irgendwelchen Jahrhundert hier. Ja? Vom letzten Jahrhundert. Gefühlten Jahrhundert ist das hier. Wo ich das damals gekauft habe und gespielt habe. Kann
nicht mehr so weit sein. Boah, ich habe erst die Hälfte der Strecke geschafft. Tja. Jetzt weißt du, wie ich richtige Tracker fühle, wenn die ihre 3000 Kilometer zurücklegen, Chris. Oder nicht? Ich fahre hier gerade mal nur 300 Kilometer oder so. Ich versuche das mal hier schneller hinzukriegen. Vielleicht kann ich den Tachometer auf bergab hier irgendwie höher stellen. Okay, ich bin auf 70. Das habe ich jetzt nur geschafft wegen bergab hier. Was hast du nur geschafft? Auf 70 zu kommen, aber nur wegen bergab. Oh. Oh. Wieso? Wenn dies so ist. Ja. Dann sollte die Strecke jetzt nur noch bergab gehen, Chris. Ja, macht's aber nicht. Schade eigentlich, ne? Okay, jetzt fahren wir wenigstens 5 km schneller. Ja. Ist ja auf 65 stehen geblieben. Ich glaube, da hinten ist schon drin. Wie lange bist du gefühlt schon am Fahren, Christian? 200 Jahre. Die Antwort finde ich immer witzig, muss ich dazu sagen. Weil der Christian hat manchmal einen leichten Hang zu übertreiben. Ne, Christian? Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Das macht alles ein bisschen witziger, wenn man bei ihm ist. Ne, Chris? Ist ja mir beinahe in die Karre reingefahren, ey. Ich lasse mich nicht wundern, wenn der Mercedes einen Stern auf der Haube hatte. Christian. Hast du gleich BMW erreicht, oder was? Ja. Cool. Cool, cool. Das sind nur noch 100 Jahre dauert, echt. Kriegen wir gleich in Bremen dann automatisch die neue Fracht zugewiesen? Ja, weil wir Angestellte sind. Ja. Keine, Ja, wir haben unsere Logistiker, die das für uns machen. Im Eurotruck-Simulator muss man das ja selber machen. Da muss man ja auf den Pfeil drauf fahren. Ja, da hast du ja direkt deine eigene Firma und hier musste ich erstmal hocharbeiten. Ja. Hochschlafen. Und was machst du, wenn dein Boss ein Kerl ist? Da kannst du ja auch mal verhindern. War nur lästig für ihn. Ja, hier. Ich habe eben gerade so noch eine alte Nachrichtensendung gesehen gehabt. Mhm. Ja, von 2000. Nee, von. Das war von 2019 war das sogar schon. War irgendwie Anfang des Jahres. Mhm. Ja, und da haben sie gesagt, dass mehrere Werbeanbieter YouTube keine Aufträge mehr geben,
Weil Pädophile sich da, pädophile Leute schauen sich da Tanzvideos an mit Kindern. Tanzen und Gymnastik, die so bei YouTube sind. Und YouTube soll erstmal diese Videos entfernen, dass sie wieder Werbeaufträge von denen kriegen. Also, keine Ahnung. Ey. Ja, wenn die Kids da meinen, da irgendwie zu tanzen in den Videos oder Gymnastik zu machen, sollen sie machen, ne? Gucken sich wahrscheinlich andere Kids dann auch an, ne? Ich weiß ja nicht, auf was die Kinder heutzutage stehen. Naja, wenn man so manche Kiddies nimmt, Teenager-Alter, da weißt du, worauf die heutzutage stehen, oder? Ja, red nicht von Teenagern. Ja, keine Ahnung. Heutzutage ist das ja so, dass man ja schon mit 5 Jahren am PC sitzt und sich irgendwas bei YouTube anschaut. Naja. Ja, aber dass die so eine Aussage da bei den Nachrichten gemacht haben, das finde ich dann schon wieder scheiße. Weißt du, es ist wahrscheinlich ein paar Einzelfälle gewesen und so, die machen da schon wieder so einen Terrain. Nehmt mal so welche Videos, schauen sich dann andere Kinder an, die das lustig finden, dass da irgendjemand tanzt oder Gymnastik macht. Ist mir gerade mal so eingefallen, weil ich das vor ein paar Stunden geguckt habe. Wollte ich mal in irgendeinem Video mal erwähnen. Oh, du bist jetzt gleich in Bremen. Ist das hier meine Ausfahrt? Das ist meine Ausfahrt. Du fährst gerade einen schön zweispurig. Genau, sie die Straße gerade bauen. Nicht in Schlangenlinien. Derjenige, der die Straße in dem Spiel gebaut hat, war wohl besoffen. Ja, ich habe mir erstmal so gedacht, ich spiele erstmal die Spiele alle, mach draus Let's Plays, was ich auf dem PC habe. Dann wäre ich bereit, mir neue Spiele aufzuholen. Aber ich muss schon wieder Mafia komplett zocken, ey. Boah, das habe ich jetzt beim letzten Channel-Fähig gezockt. Mit mir zusammen damals. Ja. So, gehen wir runter auf 40 km/h, ne? Wir haben so ewig lange dran gesessen. Oder Christian? Ja. Christian fährt einfach Cover. Ja, war eigentlich nicht so geplant. Das mit den Undercover meine ich, weil du ohne Blinker abgefahren bist, was verboten ist eigentlich. Jetzt ist war die. Ich war auf der Spur. Trotzdem brauche ich nicht zum Blinken. Trotzdem musst du, wenn du die Kurve runterfährst, Blinker rechts setzen. Was für ein Schwachsinn. Ich bieg doch nicht ab. Wechsel auch keine Spur, also brauche ich nicht zu blinken. So ist eine Leitplanke. Ich weiß gar nicht, wann ich da sein sollte. Habe ich hier heute irgendwann vorgelesen. Wie vor immer? 16.27 Uhr im Spiel. Ich hab's ja. Und du solltest um 19 Uhr da sein. Locker. Vorsicht, da gibt's auch rote Ampeln, ne? Ja. km/h erlaubt. Das ist immer ein bisschen sehr schwierig, weil jetzt musst du auch auf die Karte achten, ne?
geht schon. Da krieg ich keine 90 drauf. Ja, soll ich nicht mal auf der Autobahn drauf kriegen. Ja, Christian. Ja, ist doch gut, ey. Versuch doch niemals zu erklären hier. Nein, du bist in der Stadt. Die 90 km/h sind für die Autofahrer. LKWs dürfen in der Stadt. Da steht 90, also darf ich 90 fahren. Mein Gott, ey. Na, okay. Warte, kriegt der 90 drauf, der fährt 70. Mhm. Und immer, der fährt 65 gerade. Die machen da doch nicht umsonst dann 90 rein. Die wissen doch, dass ihr LKW-Fall. Die Erfinder dieses Spiels. Mhm. Mit dem PKW würde ich 130 auf der Autobahn fahren. Bin ich noch schneller. Hm? Nein! Was nein? Rote Ampel? Ja. Nein. Kann ich zurücksetzen? Die war gelb, die Ampel, aber egal. Ja, aber wenn du über gelb fährst, blitzt da auch schon je. Mm-mm. Und? Ist rot. Mm-hmm. Ich sehe es. Wer hupt mich an, ey? Man reicht auf die Kamera. Ein anderer LKW-Fahrer, der ja Hallo gesagt hat. Du weißt aber, wo nein, der von hinten hat mich angehupt. Ja, weil ich auf zwei Spuren war. Du weißt, wo du hin musst, ne? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß immer, wo ich hin muss. Und Christian, das örtliche Navigationssystem. Jetzt fahr ich rüber. Guck mal, jetzt fahr ich rüber. Oh, doch nicht geblitzt. Weil du bei Gelb rüber bist. Geh mal aus dem Weg, ich komme. Nein. Unsichtbare Wand. Ah, ich hätte rechts abbiegen müssen. Warum sagt denn das keiner? Ich dachte, ich kann hier auf dem Pops-Ding da rein. So, müsste reichen für Vorwärtsfahren. Das reicht. Geil, ey, fahr ich hier noch vor der unsichtbaren Wand. Muss ich hier links rein, oder? Mhm. Muss doch auch gesagt werden hier, dass es ja auch unsichtbare Wände gibt. Das weißt du doch. Man muss sich die Wände doch erst freispielen. Da, nee, kannst du da nicht freispielen. Das sind die gesperrten Städte noch. Nein, du kannst die nicht freispielen, da ist es einfach Ende da. Das ist ja schon die Stadtleben hier alles. Stimmt. So, jetzt muss Christian eigentlich nur noch den Hänger zwischen die beiden roten Linien bringen. Ne, Christian? Ja. Na, hast du es geschafft. Die man jetzt da ganz gut sieht. Da muss man rückwärts den Hänger reinfahren. Brauch ich ne Wand! Jetzt ab! In der Vogelperspektive ist das einfacher, Christian. Ich weiß. Jetzt mal auf Profi machen. Mhm. Liebe YouTuber, holt euch schon mal einen Kaffee. Einlenken, Junge. Jetzt Tee. Geschafft. Wenn du selber reinfährst. Gute Fahrt. Da sind noch Stufe 0 Anfänger.
rückgelegene Strecke, dafür haben wir Geld bekommen. Ne, Punkte. Das sind die Punkte, die Erfahrungspunkte. Mhm. 256 Kilometer bin ich gefahren, 153 Punkte dafür. Zurückgelegene Strecke mit Anhänger. Also, weil ich mit Anhänger gefahren bin, habe ich nochmal Punkte bekommen. Pünktlich abgeliefert, habe ich nochmal 102 Punkte bekommen. Wir haben jetzt für den Auftrag hat die Firma 3500 bekommen. Und wir kriegen ja diesen 15% Anteil und das wäre 542. Also wir haben 542 Euro verdient. Cool. So, und da ist schon der nächste Auftrag. Was? Im nächsten Auftrag ist das Transport von Käse von diesem Depot zum Transportlager in Rostock. Also fährst du jetzt nach Rostock? Yeah. Solltest da um 19 Uhr da sein? Christian, Karte und alles, wo sehe ich die? Die Map ist schon eingestellt. Ja, aber wo sehe ich die Karte in groß? Bei N, warte. Bei M? N. N für Notiz. N. Tut man ein N? Ich will direkt gucken, wie ich fahren muss. Da, die A1 wieder rauf. Ja, ich guck. Und dann A20. Ja, ich guck nur, wie rum ich raus muss, ob rechts oder links. Nee. Rechts. Nein, hier rechts raus. Das ist ja noch gar nicht richtig eingestellt. Das ist das ja. Du bist doch hinten drinne. Muss doch richtig hin. Ja, alles klar. Du musst geradeaus raus. Guck ich gleich. Wenn du rauskommst, geradeaus. Steht hier. So, jetzt erstmal meinen Hänger holen. Kann ich diesen Terminal hier nicht. Ich kann den Terminal nicht wegmachen. Egal, drück mal auf 1. No. Ja, jetzt muss ich mal deinen Hänger holen. Ja, deswegen gehe ich ja in die Vogelperspektive. Ja, cool. Oh, scheiße! Was war das? Bettkraft hier noch mehr ein. Oh, oh! Ja, mein Handy ist aus, weil nicht an dem Ladekabel dran war. Scheiß Virus drin, ja. Mal erstmal gucken, welcher unser Hänger hier ist. Ach, der da. Noch weiter schieben. Hab unseren Hänger gefunden, Christian. Ja. Direkt daneben. Ist noch weiter rein. Ich weiß, ich fahr nur richtig ran. Warte mal, sonst würde ich den Hänger touchieren, weißt du? Und das will ich nicht. Tee wie Torte. Und schon den Langladen. Kannst du ja in die Ego-Perspektive auf 1. Nicht Ego. Fahrerperspektive bitte. Wo muss ich lang? Links raus. Ne? Oder rechts raus? Mal links raus. Wo ist er denn hier? Noch enger hält man die Scheiße. Hier kann ja noch. Okay. Ich finde, noch enger geht's hier nicht, ne, Christian? Ah! Du sollst linken. Link. Zweimal schon. War richtig, ne? Ja, war richtig. Da ist gerade was durch. Ich hab's gefunden. Thomas. Ja, Thomas, der hier. Hier richtig? Ja, glaub schon. Oh, nehmen wir noch ein Beutel. Anscheinend haben wir wieder Internet. Du bist mir witzig geradeaus raus, da ist eine Mauer. Ja, du musst doch da links rum nochmal. Ich wollte. Zur Ausfahrt. Wollte ich gerade sagen, nee, aber. Ah, ja. Da ist eine Mauer. Mauer touchieren kommt nicht gut. Mann in Deckung, ich komme. So, liebe Leute, jetzt gucke ich erstmal, wohin ich muss. Mit N war das. Notizbuch. Ja, du musst da ja
Ich muss kurz rechts abbiegen. Du musst rechts raus. Hier. Rechts und dann links. Ja, einmal komplett rum. Und dann wieder zum. Ja, ich überlege. Kannst auch die andere Ausfahrt nehmen. Fahr, ich bring dich dahin. Ich weiß schon, ich guck nur, ob ich mir den Weg kürzen kann. Könnte ich, indem ich links rausfahre, die nächste dann sofort. Warte mal, rechts fahre. Fahr doch einfach jetzt links raus und dann links und dann fährst du direkt auf die Autobahn und fährst da unten bei der anderen Einfahrt rein. Du meinst hier? Da hinten, ja. Oder wo meinst du? Ja, fahr mal raus. Mach ich, warte, ich fahre jetzt mal ganz nach dir. Du sagst, wie ich fahren muss. Blinker ist wo? Kuhnweg. Ja. Hier, so. Hier fährst du jetzt rechts raus. Echt? Ja. Und nun? Ja, und jetzt links. Das ist ein Unfall, das ist eine Kurve. Und lass das ein Unfall sein, fahr ich dran vorbei. Ja, du hast heute angerufen? Du hast heute angerufen? Christian. Ja, auch ich war da. Ich war eben. Was? Und ich kann ihn jetzt auch noch auf. Können wir nur erklären. So, wohin jetzt, Chris? Jetzt geradeaus. Einfach geradeaus jetzt. Notiz. Einfach geradeaus. Jo. Immer geradeaus fahren. Ja, ich kenne die Route schon aus dem Kopf jetzt. Das ist geil, ja, jetzt kenne ich sie aus dem Kopf, jetzt ist es einfach. So, jetzt geht die Fahrt los. Die wilde Fahrt. Guck dir den System mal beim Telefonieren zu. Die Verbindung ist gerade unterbrochen. Wo wollt's denn? Ja, geht so. Tempomat ist auf 10. Wenn Alex bei mir sitzt. Wenn Alex bei mir sitzt. Tempomat ist auf 10, ne? Christian? Du brauchst da kein Tempomat, du brauchst da überall Ampeln. Nee, ich frag nur für auf der Autobahn gleich. Ja. Ja, dann geben wir mal Gas hier. Oh, nee, geben wir nicht bei einer roten Ampel. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Ja. Ich hab dir gesagt, dass ich den Termin verpasst hatte. Ist das scheiß Ding schon wieder ausgegangen, ey? Ja, toll.
kommt der Bayer mir in den Knast. Der Bayer dir? Warum das denn? Ja, hoffe ich, ey. Wieso droht er dir mit Knast? Scheiß Handy geht. Funktioniert hier schon wieder. Fahr doch einfach geradeaus jetzt. Ich bin zu weit gefahren. Nein, du sollst geradeaus weiterfahren, hab ich dir auch gesagt. Ach ja, stimmt. Fahr doch einfach, ey. So auf die Autobahn. Das Video dauert 3 Stunden, wenn ich... Christian, du hast recht, dann komme ich nämlich so auf die Autobahn. Ja, sollst fahren. Ich muss nur gucken, wie ich auffahren muss. Weiß ich doch. Alles klar, ich muss die Schleife fahren. Hier, die Schleife. Das Video dauert 3 Stunden, wenn du da in die Map reingehst. Ja, aber wenn du am Telefonieren bist, kann ich schlecht mit dir reden. Kannst du auch. Aber ich bin ja jetzt on the way. Dann stört mich das. Bin on the way. Ich sag dir doch, wo du lang musst. Ich weiß, wie ich fahren muss. Du scheinst wirklich schon wieder Zentimeter nach unten gegangen. 10 Zentimeter. Wie viel? 10? 10 cm ist dann glaube ich wieder nach unten gegangen. Oh, schlecht. Na, das Krachen hat man ja auch gerade gehört, ne? Immer weiter geradeaus, ja. Ja, geradeaus. Bin schon dabei. Wenn das nicht so ruckeln. Du Scheiße, die haben das. Nee, doch, ist doch richtig. Ich muss geradeaus die Spur nehmen. Also hier. Die. Richtung Hamburg. Und Hannover. Bin ich doch gerade, oder nicht? Nee, doch, oder? Auf der linken Spur muss ich jetzt fahren. Bin ich doch. Ich wollte schon sagen. Aber schon, dass du ganz selten mit 30 fährst. Ich weiß. Deswegen bin ich hier Chef genannt. Weil ich am Meckern bin mit meinen Angestellten. Du meckerst mich, wenn deine Tastatur nicht richtig reagiert. Meine Tastatur reagiert nicht richtig. Ja, hier, guck mal. Wenn guck mal, ich lenke voll ein. Pass mal auf. Pass mal auf. Wenn ich jetzt sage, drücke ich den Knopf zum Lenken. Jetzt. Hast du gesehen, wie spät der erst beilenkt? Das Video ist am Haken. Ah, merke ich. Habe ich vorhin schon erwähnt, dreimal. Ein bisschen very zeitverzögert. Hier muss ich lang, ne? Ja. Ein bisschen very zeitverzögert. Da würde ich jetzt nicht kein Gas mehr geben. Tue ich doch gar nicht. Aber hier geht's gleich... Wenn du da schneller fährst als 40, fährst du von die Leitplanke. Hier geht's aber auch gleich bergauf, Junge. Sonst bleibe ich gleich stehen. Lenken, und einlenken, tu lenken. Ich doch. Meine Karre. Tu ich doch. Jetzt hast du zu viel gelenkt. Ja, was kann ich denn dafür, dass das Spiel ruckelt? Ich habe doch sogar schon gebremst, sei wirklich. Also ich sollte nie einen LKW-Fahrer reinmachen, wenn es in der Wirklichkeit auch so ruckelt. Jetzt ja einlenken. Ich bin dabei, der Fahrlehrer. Führerscheinprüfung durchgefallen. Ja, nee, ist klar. Hat bei der Auffahrt angehalten. Ja, warum habe ich angehalten? Es war eine Notbremse. Ist mir ein Repos-Auto gelöst. Ha, Scheiße. Wohin musst du? Nach Rostock. Auch nach Rostock, würde ich sagen. Mit Käse. Käse pro. Was habe ich gesagt? 19 Uhr solltest du da sein. Weiß ich nicht. Nee, da steht, ach so, da steht, wann du da sein sollst und da rechts steht die Uhrzeit. Ja. Du sollst Montag 22 Uhr da sein und wir haben jetzt 15, also das heißt 7 Stunden hast du. Boah, das schaff ich. Ich bin ja schon auf Auto. Jetzt auf die linke Spur. Auf die mittlere Spur. Bin noch dabei. Oh, und das Ganze ohne Blinker. Eieieiei. Mittlere Spur, habe ich gesagt. Ich bin dabei. Ich sag doch, dass... Ich glaube, ich lasse die ganze Zeit fahren. Dann kann ich mich die ganze Zeit so ein bisschen aufregen.
Du denkst aber auch dran, dass ich stark sehbehindert bin. Ich bin auch stark sehbehindert. Ha ha ha. Ich hab so dicke Gläser schon nicht. Ja, schön, wenn du Glasbausteine hast. Ich brauch keine Glasbausteine mehr, weil die mir auch nicht helfen können. So, C-Tempomat, ne? Ist drin? Ja. So, jetzt wird geschillt gefahren hier. 65. Da ist so gut. Geradeaus. Weiter, ne? Ja. Ja. Danke, Navigationssystem. Ich werde übrigens mein Käse für meine Pizza nicht rechtzeitig an. Ich warte darum, warte auf mein Käse für mir eine Pizza. Mhm. Würdest du mir eine drehen? Ja, fahr doch. Ich brauch gerade eine Kippe. Ich brauch Nervennahrung. Ich hab keine Lust, dass das Video 5 Stunden läuft, weil du dort hier auf Pause drückst. Nee, so fertig wie du mich machst, brauch ich eine Kippe dabei. Wo bin ich überhaupt? Du musst nur noch geradeaus fahren. Ja, ich guck nur gerade, wo ich da schon bin. Da. Du hast gerade angefangen. Ich bin gerade neben. Ich weiß, dass ich gerade angefangen habe. Mann, heul doch. Pünktlichkeit, deutsche Pünktlichkeit hier. Wo ist das L? Da. Um 15 Uhr schon. Licht. Und jetzt hat er einen Unfall gemacht. 400 ja, warum Euro. Denn? Was kann ich dafür, dass der andere mir in die Karre fährt? Diese Fahrt wird eine Minusfahrt sein. Was kann ich dafür, dass der mir in der Karre fährt, Christian? Ha? Hast du das nicht gesehen? Der ist mir voll in die Karre gefahren. Weil ich auf der Spur war. Und der hat keinen Blinker gesetzt, also kann ich nicht wissen, dass der nicht rüber will. Ja. Komm, fahr. Schon, danke. Fahr, du hast noch 500 Kilometer. Ja. Im Traum. Ich als Beifahrer beim LKW-Fahrer. Der LKW-Fahrer schmeißt mich der schmeißt sich nach 3 Kilometer raus. Nach ein paar Kilometer schmeißt er mich wieder raus. Glaub mir, ich bin mit meinem Großcousin schon bis nach Spanien und überall. Komm, fahr, du fährst doch auf der Tempomat, er muss doch nur links und rechts lenken. Ich weiß. Okay, freihändig. Da bin ich schon mit dem Richtung Spanien hoch. Ey, wenn du neben dem gesessen hättest und genauso bist wie jetzt, ne? Ey, der hätte ich achtkantig aus dem LKW katapultiert. Ah nein, ich muss mittig bleiben. Mittelige Spur, habe ich gesagt. Mittrige. Mittelspur. Genau, Mittelspur. Okay, ich fahre dann also einfach auf dem Streifen hier. Eigentlich müsste ich den Bayer schon wieder anzeigen, ne? Weil der macht mir jetzt Druck, ne? Will mich zu einer Aussage zwingen, weißt du? Dein eine Zeugenaussage. Darf er gar nicht. Warum hast du eigentlich Licht an um 15 Uhr? Weil ich da besser sehen kann. Ja, ist ein neuer Simulator, hätte dafür schon Geldstrafe bekommen. Für Licht an? Nein. Nein. Linke Spur. Ja, ha. Mittlere, meine ich. Ja, bin doch dabei. Nur willst du, dass der hinter mir meinen Anhänger mitnimmt? Nee, nicht wirklich, oder? Keine Sorge, da passiert schon nichts. Wie schnell bin ich überhaupt? Okay. Schnell. Tut. Ich habe rausgefunden, also ich habe in der letzten Fahrt 500 Euro verdient und davon sind jetzt gerade mal schon 400 wieder weg. Ich weiß, wo die Hupe ist. In einem Unfall. Nein. Wir haben nur 15% gekriegt und Die werden erst am Ende der Fahrt abgezogen, ne? Ist ja schon klar. Das Geld wird ja am Ende der Fahrt abgezogen. Aber, was kann ich dafür, wenn der Spinner mir in die Karre fährt? Ja. Christian, du hast es doch selber gesehen.
Der ist mir volles Karacho in die Karre gefahren, weil er keinen Blinker gesetzt hat und ich nicht gesehen habe, dass der rüber will. So wie ich jetzt zum Beispiel. Aber scheiß drauf. Malle ist nur einmal ein Jahr. Malle gibt's nicht mehr. Doch. Nein. Doch. Ballermann-Party gibt's noch, aber keine Malle mehr. Ist verboten. Mallorca gibt's noch. Du Volltrottel, die Insel Mallorca. Malle-Party, mein ich. Du meinst den Ballermann? Der Ballermann ist nicht immer auf Mallorca. Doch, der Ballermann ist Malle. Nein, ist er nicht mehr. Die dürfen da nicht mehr. Ja, die haben sich einen anderen Standort gesucht. Du solltest auf der mittleren Spur fahren. Ja, bin dabei. Ich musste nur gerade kurz rüberziehen. Sonst hätte ich die Kontrolle vom LKW verloren. Die Stadt hat gesagt, Ballermann darf da nicht mehr machen. Und jetzt haben nicht die Stadt. Spanien hat das gedacht. Ist ja egal, wer. Wegen dem Müll und dem Touristenandrang. Auf jeden Fall ist das jetzt woanders. Richtig, und man darf auch am Ballermann keinen Alkohol mehr trinken. Doch, zumindest, am Ballermann schon, bloß nicht mehr in Mallorca. Zumindest gibt es am Ballermann kein Sangria in Eimer mehr. Ja, ich bin jetzt rübergefahren, weil hier nur zweispurig ist, ne? Nein, dreispurig. Ja, aber ich fahre jetzt mal rüber, so brauche ich mir auch noch einen Hin- und Herlenken. Ist besser. Eigentlich solltest du schon wieder ganz auf die rechte Spur gehen. Okay, schon dabei. Oh. Da ist ein Auto. Lenk doch! Laut Verkehrsordnungsregeln hier. Bin ich doch am beherrschen. Siehst du es nicht? Ich fahr voll ohne Blinker. Ich fahr voll inkognito. Christian. Ja. Ja, wie denn auch? Ich kann grad keinen Blinker setzen. Und eine Zigarette in der Hand. Ich krieg schon Hallus, ich denke an nur, hier pfeift einer hoch. Christian. Ja. Wenn ich zu einer Zeugenaussage nicht hingehe, können sie mich doch nicht in den Knast stecken für. Nein, dürfen sie gar nicht. Ja. Dann hast du deine Aussage nicht gemacht und dann bleibt es dabei. Ja, und der sagt mir doch, ich würde vom in Knast gehen, der sagte mir gerade. Nein, dafür gehst du nicht ins Gefängnis, weil ob du eine Aussage machst oder nicht, bleibt dir überlassen. Ihr baut Scheiße und ich soll ja irgendwo vom Gericht auftauchen. Ja, aber ob du die auch vor Gericht. Ja, Zeugenaussagen vor Gericht. Da musst du hin. Sonst können sie. Nix hin, ey. Sonst können sie dir eine Strafe aufrufen. Ja. Sonst kriegst du eine Geldstrafe. Christian. Ich kann mir nicht zu einer Zeugenaussage zwingen. Nee, aber du musst da hin. Zum Gericht musst du. Zur Polizei nicht unbedingt, aber zu Gericht musst du hin. Nein. Doch, sonst kriegst du eine Geldstrafe. Nein. Hab ich selber schon gehabt, glaub mir. Ich kann mich dazu nicht zwingen. Ja, aber du musst dahin, da hin. Wenn ich mich zu einer Zeugenaussage zwingen, dann zeige ich dir den Staat an. Ey. Christian, das ist der Staatsanwalt, der dich geladen hat. Kommst du da nicht hin? Zahlst du eine Strafe, wenn du dich dafür nicht entschuldigst? Ja, zahlst du eine Strafe, wenn du dich dafür nicht entschuldigst? Dann Arsch hier hingehen. Dann, wenn du eine Strafe zahlen willst, das sind definitiv mehr über 1000 Euro. Ne? Das sag ich dir nur jetzt schon mal jetzt, ne? Ja, mach mir auch nur Angst hier. Nein, ist so. Du musst dahin, wenn es eine gerichtliche Aussage ist, musst du hin. Muss gar nichts, ey. Die können mich nicht zu einer Aussage zwingen, ey. Christian, was ist denn hier los, ey? Ja, aber du hast dich als Zeuge angeben lassen, also musst du da hin. Ich hab mich nicht angeben lassen. Oder wurde es angegeben? Ja, mir auch scheißegal.
Außer du gehst vorher zum Arzt und holst dir einen Attest. Boah, die Scheiße, und ich soll hier vom Gericht kommen, wo ich keine Zeit für habe, wo ich keinen Nerv für habe, weil ich psychisch gar nicht durchstehen kann. Dann holst du dir einen Attest von deinem Psychologen? Hab ich schon. Dann holst du dir. Wenn die da nicht rein, kann ich doch nichts für. Dann holst du dir für den Tag einen Attest und bummst die Kaus. Dann können sie dir nämlich gar nichts. Ich hab schon für den letzten Termin Attest, ey. War ich nämlich in Krankenhaus. Denk doch. Boah, weißt du, das finde ich witzig, ne? 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x und lange gedrückt halten und zack, dann lenkt er erst. Wenn das tatsächlich so ist und die mich zu einer Zeugenaussage zwingen, ne, dann werde ich das hier in YouTube mal kommentieren, ne? Dann mache ich extra ein Video dafür. Ehrlich, ey. Deutschland ist hier schon keine Demokratie dann mehr, dann ist das hier schon hier. Das hat nichts. Diktatur hier. Christian, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Ja, boah, scheiße, gib mich als Zeugen an und dann muss ich da auftauchen. Aber. Ja, weil der dich als Zeuge angegeben hat. Das ist Diktatur, ist das? Nein, das ist nichts Diktatur. Das ist Diktatur. Hamburg, wo muss ich hin? Rostock. Geradeaus. Ich muss geradeaus machen. Ja. Nein, weißt du, warum das keine Diktatur ist? Das ist einfach. Das ist Diktatur. Nein, das ist einfach, dass einer sich auf das Recht des Zeugen beruft. Und einen Zeugenstand gibt es in jedem Gericht. Ich hab das Recht zu schweigen. Wenn du dich nicht selber damit strafbar machen würdest. Also wenn du dich selber wegen etwas strafbar machen würdest, dann hast du das Recht zu schweigen. Das wär's mal, ey, wenn ich jetzt Zeugen aussammle zu holen. Mach hier illegale Sachen und dann, Ich würde dich auch in YouTube sagen. Dann bin ich hier irgendwo als Zeuge geladen, weißt du, weil Christian, einer Scheiße gebaut hat, muss Christian, ich dann alle meine illegalen Sachen hier so freigeben. Stopp! Das würde ich lassen. Du bist auch für Cam. Ja, ich weiß nicht, ob du Cam. Ich hoffe, du weißt, dass es Anwälte gibt, die durchforsten zum Beispiel YouTube nach so einer Sache, ne? Wenn die das rauskriegen, die kriegen deine IP-Adresse raus und dann hast du irgendwann die Bullen vor der Haustür stehen. Ja, will doch schon wieder ein bisschen von meiner Wohnung stehen. Rostock muss ich hin, ne? Weiter raus. Kiel, Hannover. Weißt du, ob das gerade so scherzhaft gemeint war oder ernsthaft? Ich weiß. Also. Christian, wie war das? Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Red dir nicht auf hier, ey. Fahr die Karre, ey. Ich fahr die Karre doch. Siehst du doch. Und mittlerweile habe ich das Ding gerade ganz gut unter Kontrolle, ey. Wollte es aber so sein, dass ich echt eine Zeugenaussage machen muss. Magdeburg, ich muss weiter geradeaus. Wollte es da tatsächlich so sein, mache ich echt da mal ein Video von nochmal. Also werde das alles nochmal richtig erläutern. Werde das dann auch mal nachgoogeln, ob das wirklich so rechtlich ist. Ja. Weil kann es nicht sein, nicht. Ja, wenn du vor Gericht geladen bist, musst du hin. Was ist das? Magdeburg, Hannover und... Muss geradeaus weiter. Mach ich doch. Wenn du auf der mittleren Spur... Du hast noch 5 Stunden. Ha, das schaffe ich in den 5 Stunden. Ich bin gleich bei Kiel. Du weißt, dass Rostock hinter Kiel liegt. Ha. Warum? Ich kann auch hier fahren. Ich kann auch beidspurig fahren, wenn du willst. Das ist zwar nicht erlaubt, aber ich kann es tun. Passiert doch eh nichts. Hupen sie mich an, hupe ich zurück. Oder nicht, Christian? Hey. So ein bisschen vernünftig fahren. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen bremsen. Ja. Fährst du schneller als 40
gehst du vor die Leitplanke. Geh nicht vor die Hunde. So ist okay. War ja bei Ein- und Ausfahren, ne? Ne, es war auch hier. Wenn du hier zu schnell reinfährst, kriegst du die Kurve nicht. Generell, es ist ja hier nur ein Kreuz, wo ich drüber fahre. Ja. Gib ihm. So ist es. Das war knapp. Die ganzen letzten Tage war voll ruhig hier, voll chillig, ne, alles. Mhm. Und jetzt, seit gestern kommen sie mir wieder an, echt. Vor allem gestern der Micha. Und gehen mir voll auf die Nerven, machen mir Kopfkino hier, weißt du? Vor allem gestern der Micha, ey. War ja mal voll übertrieben, was der gemacht hat. Sagst du mir, wie viel ich war? Der kann das nämlich gerade so schlecht. Jetzt bist du auf 60. Sag mir mal, wenn ich bei ungefähr 70 bin. Jetzt musst du dich nur Richtung Rostock halten. Kiel Rostock, ja. Kannst du auch für Tempomat drin. Mehr als 65 fährt er nicht. Habe ich schon getan. Wie du siehst. Die Geister kommen. Ey, ich bin mittlere Spur. Nicht rechte, linke. Rechte mit, nee. Oh, ich sollte die linke mal festhalten. Jetzt habe ich ja keine Ausrede mehr, von wegen ich mit Zigarette in Hand. Ha? Was? Jetzt kann ich mich ja nicht mehr rausreden, von wegen ich habe eine Zigarette in Hand, ich kann nicht blinken. Ja. Und ich brauche hier ein bisschen Kühle, ey. Er macht Luft. Jetzt hört ihr uns ganz schlecht. Weil, wie man hört, es stürmt extrem hier in Castrop. Ein bisschen. Ah, Scheiße. 04. End. Boah, jetzt habe ich fast einen Fehler gemacht. Ich muss die Ausfahrt nehmen. Soll die Ausfahrt? Ja, komm gucken! Ich muss die Autobahn jetzt wechseln. Ich muss jetzt wieder auf die 1 rüber. Nein, du sollst auf die 20. Komm gucken! Was ist von der 1 auf die 20? Psst. Und was ist das? Warum bist du auf der 7? Ich muss die Autobahn wechseln. Ja. Immer noch. Ja. Gib Gas. Ja, dann musst du aber auf die 24 und dann auf die 1. Und. Ja. Schönster Cut. Das war knapp. Nee, ich habe die Leitplanke nicht touchiert, Chris. Ich habe sie nicht touchiert, sonst wäre der Tempomat jetzt aus. Ja, einfach Richtung Rostock halten. Mach ich doch. Ich wusste jetzt so nicht, ob ich abfahren musste. Sieht alles auf den Schildern drauf. Mal runter. Du musst auf 40. Bin doch dabei. Ich hab nur genug Zeit. Oh, oh, da kommt ein Schild. Ab durch die Mitte! Guck mal, ich habe gelernt, mit Blinker zu fahren.
jetzt Richtung Rostock. Immer noch, ich muss hier runter. Echt? Laber keinen Scheiß jetzt. Guck da, fahr doch ein Stück weiter. Ich muss da rechts, ja. Mann, geh doch nicht mal auf die Karte, da sind doch schon die Schilder nach Rostock. Ja, ich dachte, ich musste hier runter. Du musst die nächste runter von der Autobahn. Die nächste, du hast gesagt, du musst hier runter. Ich dachte, du meinst das Kreuz. Entschuldigung. Das war mein Fehler. Zack und weiter. Das hast du die Schilder schon, weißt du? Ja, Christian, ich habe nur falsch gedacht. Gedenkt. Gedonki denkt, denkt. Donzi denkt sie. Jetzt muss ich aufs Schild achten. Ich muss hier rechts runter. Rechts? Okay. Fahr ich hier rechts runter. Attacke Kamikaze kommt. Wenn das Auto mal vernünftig lenken würde, wäre schön. Jo, da steht's doch. Los doch. Gas. Schildern folgen. Oh, nicht so schnell, Alex, sonst haust du da in die Planke. Schon in Rostock? Nein, bist du nicht. Du bist jetzt mehr auf der A1. Einfach geradeaus. Geradeaus. Ich fahre die Spur. Ich fahre die Schleife. Den kann ich vergessen. Schon getan. So, noch rechts fahren. Boah. Ist okay. So, bitteschön. Du kannst auch wieder Spurwechsel machen. Auf rechts. Du weißt so? So vielleicht? Ja. Jetzt sag mir, bei wie viel ich bin. Bei 60. Kannst du mal auf 1 drücken. Tempomat. Warum soll ich auf 1 drücken? Weil du das Bild verstellt hast. 1. Nö, das war's wohl du mit der Maus. Ich kann das hier nicht. Ich habe keine Maus hier liegen. Kannst du auch mit der Tastatur. Guck mal, wie scheiße der lenkt. Dann rufen wir die mal an, die Wichser. Was hast du? War das gut gemacht? Dass ich den hinterher geübt hab? Ja, den muss man aushuben. Wir Fußballfans buhen die Spieler aus, ne, die gegnerischen, und wir huben die Gegner aus, ne? Auf die Schilder achten, Alex.
Rostock Brauerei, ne? Geradeaus weiter wahrscheinlich. Auf der rechten Spur bleiben. Bin doch dabei. Mann. Hör mal auf dein Navi. Auf deinen Beifahrer. Siehst du nicht, dass ich wofür bin ich der Beifahrer, wenn du nicht hörst, wie du fahren sollst? Halt die Klappe, Chef. Ich weiß schon, wie ich fahren. Abmahnung. Ich weiß schon, wie ich fahren muss. Warum kriegen die jetzt eine Abmahnung? Ich fahr doch gerade gut. Recht zum Chef. Ach. Wie gut, dass ich auf der Straße mein eigener Chef bin. Sag mal, bin ich mir endlich mal in Rostock. Hm? Wie du weiterfährst? Ich fahr doch ganz normal. Guck mal, ich halte sogar die Spur. Alter, 3,5 Stunden hast du noch. Um anzukommen. Aber guck mal, ich halte die Spur. Hm? Na toll, noch nicht mal Lob krieg ich mal von dem Arschloch von Jeff. Du fährst auf 2 Spuren. Nee, ich fahr auf einer Spur. Ja, jetzt, aber vorhin bist du auf 2 Spuren. Ja, weil ich kurz beigelenkt hab. Jetzt fahr ich auf einer und ich halte die Spur auf einer Spur. Gut oder gut? Die Spur halten. Applaus! Arschloch. Hier kein Radio. Ist ja voll langweilig. Radio wäre wieder urheberrechtlich nicht okay. Warum, wenn es Lieder von den Spielen sind, nicht? Doch, auch. Wenn es lieb. Ich habe bei Mafia musste ich vieles. Ja, aber wenn es jetzt zum Beispiel die Anfangsmelodie von dem Spiel ist, die dauerhaft läuft, wäre das nicht so schlimm. Bei Mafia damals durfte ich sehr viele Stellen stumm schalten. Ich durfte sogar eine Stelle rausschneiden wegen visueller Urheberrechte. Aber kommt immer darauf an, einige Spiele, da kannst du alles Mögliche zeigen. Was? Sie werden müde. Oh nein! Du fährst die nächste Tanke rein. Bin ich bei einer Tanke? Ja, gerade vorbeigefahren. Oh nein! Bei der nächsten fährst du rein. Ja, ich wollte schon sagen, ist das noch weit, Chris? Ja, ist noch weit. Ach du Scheiße, der pippt mir während der Fahrt ein hier. Da musste ich auf jeden Fall Sachen rausschneiden beim Stummschalten bei Mafia. Und es kommt da immer drauf an, auf das Spiel. Bei manchen Spielen muss man viel rausschneiden, weil man das nicht zeigen darf. Bei anderen Spielen, da brauchst du gar nichts rausschneiden. Zum Beispiel anhand der Synchronstimmen. Bei Siedler 2, da brauchte ich zum Beispiel gar nichts zu schneiden. Hier bei das German Truck Simulator. Bei German Truck Simulator links. Wo fährst du hin? Fährst von Leitplanke. Nein, tu ich nicht. Bis auf den Seitenstreifen. Tu ich nicht. ja, auf jeden Fall. Ich korrigiere gerade. Sorry, dass ich das Ding außer Kontrolle fand. Bei Euro Truck Simulator, sag ich schon wieder. German Truck Simulator hier, was wir jetzt gerade spielen, da kann es öfters passieren, dass die Aufnahme unterbricht. Ja, und dann darf ich das zusammenschneiden. Wenn ich gerade mal 10 Minuten gespielt habe, dann packe ich halt 10 Minuten Klick rein. Ne? Passiert, shit happens. Könnte das eigentlich auch so lassen, ne? Der ist ja einmal unterbrochen, da habe ich 2 Clips. Ja. Der eine Clip geht gerade mal bis zum Anfang. Wir haben noch nicht mal gespielt. War nur die Einstellung. Das war nur, wie man in das Spiel reinkommt, alles. Boah, wie weit muss ich denn noch fahren? Also dürfte der zweite Clip schon sein jetzt. Wie weit fahre ich denn jetzt noch? Du hast eine richtig große Strecke. Kann mir doch mal einer. Geh mal nach rechts. Nach rechts. Hier ist noch. Du bist ja fast bei Rostock. Alter.
Das da, sonst dauert das Video echt 3 Stunden. Ohne Momento, darf ich mich nicht mal schrecken? Wenn ich das während der Fahrt mache, baue ich ein. Das will sie auch nicht, oder? Ha? Es wird dunkel in dem Spiel. Ja, jetzt solltest du auch Licht einschalten. Hab ich doch an. Du bist ja auch müde. Du kannst da gar nicht pünktlich schaffen, weil du 8 Stunden schläfst. Ja, kann ich ja nichts für, oder? Ja. Kann ich was dafür, dass der Penner da hinterm Steuer ausgerechnet jetzt müde wird? Christian? Ja, und du hast da keine Tankstelle mehr gehabt. Du musst durchfahren. Alter, aber doch nicht so. Ja klar. Und du hast keine Tankstelle mehr auf der Strecke. Ja. Bist du bescheuert? Willst du mich töten? Gleich geht der wird der Bildschirm schwarz und dann ist vorbei. Ja, ist trotzdem wie Funk im Ring. Da macht du nur Krach, Puff, Krach, Puff, Krach, Puff. Und aber 3 Stunden. Sobald das passiert, übergebe ich dir das Steuer. Du bist ja der Profi im Dunkelfahren. Ja? Der Christian hält sogar die Spur, während der Typ einpennt. Ja. Ist so. Ist oh nein, und jetzt sogar noch Tunnel fahren. Ja, Tunnel fahren. Ah ne, ist nur Überführungsding. Du fährst auf alle 3 Spuren. Warum? Ich wechsle gerade die Spur. Aber immer noch. Falls dir nicht auffällt. Ich hab sogar schon den Blinker gesetzt. Weißt du, wisst ihr Leute, da fahre ich mal nicht inkognito und dann meckert der immer noch rum. Ich fahre ein bisschen weiter inkognito, ohne Blinker. Und ohne alles. Nein, danke! Lass mich doch mal eine Abkürzung nehmen. Mann, ich wäre jetzt Querfeldein Richtung Rostock. Wir spielen hier nicht Paluten, fährt Reisebus. Nein, ich wäre jetzt Querfeld. Einmal über Land. Ich wäre jetzt Querfeldein Richtung Rostock. Fernbus-Simulator spielt er immer, der Paluten. Dann fährt er immer über das Gebiet. Omsi spielt er gar nicht. Was? Ich wäre müde. Doch, der spielt Omsi, aber der hat er glaube ich 2 oder 3 Folgen nur gemacht. Aber der spielt auch immer Fernbus-Simulator. Dann fährt er durch den Feld immer. Ja, oder durch den Wald. Du musst dann in die Mitte. Ich weiß. Lass mich doch erstmal ein paar Linker setzen. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Besser. Ich war gerade ein bisschen zu schnell auf, finde ich. Hier geht bergauf. Siehst du das? Mein Handy ist schon wieder aus, ne? Siehst du das, wie extrem bergauf das hier geht? Mein neues Handy. Du musst ja jetzt kaufen. Ja. Du musst hier mal Geld für haben. Vico Harry 2. 89 Vico, Euro. Ich kaufe mir kein Frauenhandy. Vico? Ja, ist ein Frauenhandy. Warum ist das ein Frauenhandy? Weil du einmal mit dem Fingernagel komplett rumgehen musst. Wobei? Wenn du die SIM-Karte wechseln willst. Nein, das wird genauso geöffnet wie deins. Das ist nur bei den ganz Neuen, bei dem, was der Dirk hat, das bei dem Vico Lenny. Ich habe aber das Vico Harry 2. Ich hab das Vico, das was Harry. Handy. Ich hab Vico, das Harry. Ich hab keine Finger, nee, ich knabber die mal ab. Wie? In der Wurstbahn. Voll du musst in der mittleren Spur bleiben, hab ich dir auch vorhin schon gesagt. Ja, aber ich muss doch vorher mal Blinker setzen und die Karre gerade ziehen. Ja, du bist aber schon wieder nach rechts gezogen. Ja, weil ich die Karre korrigieren musste. Wenn deine Lenkung scheiße reagiert, was kann ich dafür machen? Musst du das Auto... Ist nicht meine Lenkung. Bei mir hat sie funktioniert. Ja. Achte mal auf meinen Zeigefinger gleich. Guck mal. Und jetzt lenkt er erst. Krass, ne? Der lenkt erst so 2-3 Sekunden, nachdem man gedrückt hat. Voll gut. Da muss jetzt wieder auf die rechte Spur, wenn du LKW-Fahrer bist. Nur man jetzt darf. Jetzt eigentlich rechts. Ja, aber man darf nicht über die durchgezogene Linie fahren. Ja. Was? Ich werde müde, ja, schön. Alter, der macht gleich die Augen zu. Es gibt keinen Rastplatz. Der macht aber gleich die Augen zu, der Kerl.
Du kannst drauf an, ich hau in die Handbremse rein, ne? Wenn das passiert, ne? Dass das Ding stehen bleibt. Ja. Hm? Ja. Koste ich dir gerade deinen letzten Nerv? Wisst ihr? Warum? Ich hab nur das Licht angemacht, besser. Ist doch gut, oder nicht? Gut, dass die Schäden an dem Fahrzeug der Betreiber bezahlt. Das nutze ich gerade voll aus. Aber das, der eine Schaden, der Schaden ist ja nur eigentlich entstanden, weil der mir reingekracht ist. Der Typ. Gerade am Anfang der Fahrt. Der Schaden ist nicht das Schlimme, die Geldstrafe ist das Schlimme. Navi, wo muss ich hin? Geradeaus. Für die Geldstrafe kann ich dann auch nicht zwingen im Unfall, Christian. Ja, trotzdem hat das uns 400 Euro gekostet. Ja, aber was kann ich machen? Der ist ein... Christian, der ist mir reingebrettert. Ja, ist ja gut. Da kann ich nichts tun. Der hat mich die Vorfahrt geklaut. Trotzdem regt mich halt auf 400 Euro hier. Weißt du, wie lange ich davon leben kann? Dann such dir den Autofahrer und knall ihn ab. Mann, wo muss ich lang? Oh, die nächste Ausfahrt ist meine. Drück mal M. M? M? M. Hab ich. Ja. Ah! Geradeaus weiter. Nicht die Ausfahrt, die nächste nimmst du. Echt? Ja. Warum das denn? Weil du dann näher dran bist. Was auch gleich. Was ist jetzt los? Du bist müde. Schnauze, die liegt gleich da. Hoffentlich schafft ihr das noch bis zu dem Transportding. Hier muss ich jetzt raus. Nein. Doch, Rostock. Nein, die nächste. Rostock, du Vogel. Ich weiß, aber du fährst die nächste raus, weil die nächste ist kürzer als die. Du fährst da einmal quer durch die Stadt, wenn du die nimmst. Echt jetzt? Ja, ich sehe das doch auf der Karte. Ich muss ich jetzt erstmal gucken. Ich habe das doch hier rechts auf der Karte gesehen. Wenn ich jetzt abgefahren wäre, wäre ich so rumgefahren. Dann wärst du hier rausgefahren und dann hier lang. Ja, und wenn ich jetzt geradeaus fahre? Dann bist du noch näher dran am Ziel. Hast du recht, dann brauche ich nur noch geradeaus und ja. Rechts. Hast du recht, mache ich auch. Ich sehe doch hier auch rechts unten auf der Karte. Dankeschön, Navigationssystem. Ja. Hast ja recht. So, dann ziehe ich rüber. Mach die Bahn frei, alles kommt. Hat jetzt gekloppt? Nein, das ist der Wind. Der Wind. Mach den Blinker aus. So, jetzt fahre ich. Jetzt die nächste rechts raus. Alles klar, Chef. Jetzt kannst du nochmal auf M drücken. Nochmal. Nein. Falsche Tastatur. Mich verarschen. Ich hab M. M. Ja, jetzt ist er drin. Oh, jetzt ging's auch. Beinhart wie ein Orgar. Noch eineinhalb Stunden. Ja, das sollten wir schaffen, Kollege. Ja, eigentlich. Wenn nichts dazwischen kommt. Ich fahre einfach gleich ganz inkognito und dann schaffen wir es schon. Oder soll ich nicht inkognito fahren, Chef? Hm? Mach wie du meinst. Du weißt, was inkognito fahren ist? Ja. Jede rote Ampel gehört mir. Und ja, für jede rote Ampel kriegst du auch wieder eine Geldstrafe. Und scheiß einen auf Blinker. Nein, ich fahr schon vernünftig. Christian, ich bin in Rostock. Ja. Fast. Oh nein, jetzt zeigt er mir schon wieder an, dass der müde wird, der Spinner. Es wird aber schon wieder zu kalt hier. Ich bin in Rostock. Rostock. Oh, was? Muss ich jetzt hier rechts runter? Ja, du musst rechts runter. Jetzt kriegst du immer nur eine Zigarette, wenn du gerade nicht am Fahren bist. Wenn keiner von uns am Fahren ist. Da hier fahrt es jetzt eine Zigarette.
auch geiles Wetter heute, ne? Mal ist mir zu heiß, mal zu kalt hier. Schlimm, ne? Boah, ich hab heute Nacht geschwitzt, ne? 23 Grad habe ich jetzt in der Bude. Ich da muss noch raus! Hier haben wir Platz, ja, ich fahr schon. Hier, ne? Ja. Hab ich doch noch gekriegt. Sei doch verrückt. Auf dem Klappe. Ja. Ich lass die Karre jetzt hier. Auch Nummer 1 drücken. Ja. Boah. Das sind wahrscheinlich immer, wenn ich auf dem Bett rauf und runter gehe. Ja. Ja, dann verschiebst du die Maus. In letzter Sekunde habe ich mir jetzt den Arsch gerettet. Hast du das gesehen? Ja. Wegen dem Ausfahrtschild. Und jetzt hat er erst gelegt. Boah! Er hat diesen richtiger Kampf hier mit der Tastatur, Leute. Deine Tastatur, ne? Die reagiert für kein Geld der Welt. So, und nun? Weiterfahren. Rum, ne? Ja. Weißt du, warum der auch gerade so schlecht lenkt, vermute ich? Das hat man bei den anderen Euro-Truck-Simulatoren doch auch. Und bei dem, ja, beim Euro-Truck hat man das. Wenn der müde wird, dann lässt der sich doch eh schlecht lenken. Ja. Oder nicht? Ja. Und jetzt immer geradeaus. Ja. Was hier 90? Wie fahr ich denn? Alter, voll eng hier die Straße. Siehst du das? 90 darfst du hier fahren. Ja, aber hier ist trotzdem eng. Ich fahr vorsichtig. Hm. Ich muss ja eh gleich links, also bleib ich gleich hier auf der linken Spur, ne? Ja. Da vorne. Warte, ich bin schon fast da. Guck mal. Ja, du bist schon fast da. Du hast ja auch nur noch eine Stunde. Du sagst mir, wenn ich links fahren muss. Ist hier an der nächsten Kreuzung, ist das links. Okay. Oder wieder links. Also jetzt noch nicht. Nein, bei der nächsten Kreuzung. Jetzt hast du nur 50 fahren. Ich fahre ja nicht schnell. Ich tucker ja förmlich. Bin ja gerade extra vom Gas gegangen, deswegen. Eine Ampel links. Eine Ampel? Wo ist deine Ampel? Ganz da hinten. Oh. Wow. Ist doch die Ampel, ne? Weist mich jetzt auf eine Ampel, die ich noch gar nicht sehe. Ja, das ist die Ampel. Hier links. Ich habe sogar schon Blinker gesetzt. Hier, bitte links abbiegen. Schon dabei. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel ist auf der guten Seite. Er geht schon, das ist. So viel zu, ich habe mein Ziel erreicht. Ja, auf der linken Seite ist dein Ziel. Ach, ich muss nochmal Blinker setzen. Macht das doch noch unständlicher hier. Hier jetzt, ne? Ja, in die Einfahrt rein. Wo ist mir eine Einfahrt? Da! Da ist doch eine Einfahrt da! Gut! Ich seh's doch schon! Ich fahr doch gerade drauf hinzu! Ey! Leute, der Fahrer ist eingeschlafen! Einfach nur links in die Einfahrt! Ja, aber ich bin lieber vorsichtig, weil der ja schon eingeklemmt ist. Und das Kalinski. Ist irgendwo links. Da musst du einpacken. Boah.
Ey. Rückwärts, ne? Geht gemacht. Komm, du hast keine Zeit mehr. 50 Minuten hast du noch. Meinst du, ich schaff das nicht in 50 Minuten, nein, den Hänger da rein zu dengeln oder was? Hä? Das ist eine andere Sichtweise, die drei. Ich weet. Nee, gib doch endlich mal Gas, du schaffst Auto. Jetzt rückwärts. Piep. Rückfahrwarner gibt es hier übrigens auch, Leute. Nach rechts rücken. Ich weiß das. Ich musste den Wagen doch erstmal richtig ziehen. Ja, mach doch noch auf Pedüb. Penein. Aber nicht während des Rangierens, bitte, Junge. Das kommt nicht ganz so gut. Rechts. Ich bin dabei. Mann, willst du, dass ich mit dem Außenspiegel das Tor touchiere? Dann sag Bescheid. Dann mache ich das. Piep, piep. Geht doch. So, rechts drücken. Ich wusste es. Und das während ich gerade lenke. Ich hab's gewusst. Manu, der hat gerade da reingepasst. Immer her. Ja, was kann ich dafür, dass der blöde. Das kommt der. Soll sich Koffeintabletten kaufen? Oder Energy-Drinks? Oder? Das ist richtig schwer, Leute, wenn der Fahrer da kurz vor meinem Bett steht. Glaubt mir das. Der fängt gleich wieder weg. Merkst du, wie schwer der sich lenken lässt? Christian? Weil der Typ müde ist? Merkst du das? Und damit hatte ich gerade die ganze Fahrt über zu kämpfen. Und du meckerst schon. Ich merke da keinen Unterschied. Oh doch. Das lässt sich viel schwerer lenken. Gerade als der nur wach war, als ich losgefahren bin, war das leichter. Es frisst mich. Ja. Oh, jetzt gibt's jetzt hier, bitte. Mein Lohn? Ich bekomme jetzt meinen Lohn, Leute. Yippie! Ich bin mal gespannt, was ich bekomme. Hier, du hast die Fracht beschädigt. 130 Euro haben sie abgezogen. Das war nicht ich, das war der Autofahrer, der mir in den Hänger gebrettert ist. Immer noch. Außerdem hat der Käse jetzt eine Delle mehr, okay. Was macht das bei Löcherkäse schon mal aus? Wir haben 757 damit verdient. Wir hätten mehr damit verdienen können. Nächstes Mal streng ich mich mehr an, Chef. Okay? Nächstes Mal ist der bestimmt auch nicht müde. Aber du musst mal jetzt gleich tanken fahren. Oh, Leute, ich habe meinen Lohn bekommen. Wisst ihr, was es ist? Eine Zigarette. Lustig, ne? Hab ich einen kulanten Chef? Ich muss ja immer tanken gehen, wenn er sagt, ich muss tanken. Ja, aber der Tank ist fast leer. Hab ich gerade gesehen. Leute. Ich hab voll den kulanten Chef, eine Zigarette als Arbeitslohn. Für den ganzen Tag fahren. So, gucken wir mal die nächste Aufgabe hier an. Der nächste Auftrag ist der Transport von Glasplatten von diesem Depot zum Transnet-Lager in Dresden. Bitte liefern Sie bis morgen zwischen 13 und 16 Uhr an. Boah, scheiße, das ist eine lange Strecke, Christian. Das heißt, du kannst ab 13 Uhr dahin kommen. Bis 16 Uhr. Hm? Chris. Ja. Und 16.30 Uhr sollte da sein. Nicht nur das. Guck dir gleich mal den Hänger an.
das ist eine scheiß weite Strecke mit dem Hänger. Baust du ein und dann hast du sofort die Glasscheiben im Arsch, weil die stehen da frei drauf. Siehst du das? Du solltest dich gleich erstmal am Hänger, am Damm, wenn du den Hänger dran hast, hinstellen und pennen. Da gibt es ja die Schlafplätze an den. Ja. Oder nicht? Habe ich auch vorgehabt. Ja, ist ja auch gut. Weil sonst hat das keinen Zweck. Oder? Ja. Frag mich, warum du nicht in die Kugel fährst. Weil ich das so besser kann. Ja, dann geh gleich einmal in die Vogelperspektive, wenn du stehst. Pennen. Wo ist denn da der Schlafplatz? Siehst du das? Da baust du ein und die Glasplatten sind sofort im Arsch. Ach, da ist das. Gute Nacht. So Leute, jetzt wird geschlafen. Motor ausmachen. Ich muss da einmal dran fahren. So, Motor aus. Enter. Was? Enter. Motor aus, Enter, schlafen. Jetzt sieht man die Zeit ablaufen, wie viel Uhr es ist. 7 Uhr. Also hast du noch 9 Stunden. 9 Stunden um bis. Jetzt gehen wir auf die Karte. Ja, gut. Moment, lass mich doch mal hier. Wenn du jetzt gleich auf die Karte gehst, du kriegst einen Herzinfarkt in 9 Stunden die lange Strecke. Viel Spaß. Das riecht jetzt mal. Bei der Landstrecke in 9 Stunden. Hier kann ich rausfahren. Jetzt guck dir die Strecke mal im Land an. Viel Spaß! In Berlin und dann Richtung Dresden. Viel Spaß, Christian, ne? Das musst du jetzt in 9 Stunden fahren, ne? Ja. Meinst du, das schaffst du? Ja. Was? Ich habe eine E-Mail bekommen. Dann gehst du auf N für Notizen. Mein Gott, erklär mir doch nicht mal alles. Ich weiß doch, wie das funktioniert. Und dann oben auf E-Mail. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich wollte es nur sagen. Was steht da? Wie geht es dir? Wem? Ja, steht hier. Erinnerst du dich noch an mich? Wie läuft es bei dir? Ich habe gehört, du hast als Gummifahrer angefangen. Genau wie ich. Cool, ich wünsche dir viel Glück. Wenn du Lust hast, kann ich dich später anderen Kollegen vorstellen. Hans. Unser Kumpel. Okay, Hans. Der Hans. Der Hans Christian. Das war unser Hans. Soll ich vergessen zu blinken oder was? Nein. Weil das Himmel kam. Boah, ganz Profi-like. Ganz langsam haben wir am Perang gerollt. Christian. Ja. Ganz Profi. Bin ja auch Profifahrer. Wie oft ich das schon alles gespielt habe. Nicht nur du. Nur bei mir lief das flüssiger, da war es einfacher mit dem Lenken. Das ist einfach eine ganz normale Steuerung. Ja, aber. Bloß, das ist ein älteres Spiel und ich habe hier Windows 10 und deswegen hakt das ein wenig. Das Problem ist, ich hatte auch Windows 10, bei mir hat es nicht gehakt. Sag mir nicht, dass das an meinem PC liegt. Das liegt nie an meinem PC. Ich hab das bei den anderen Spielen auch nicht immer. Ich hab's nur bei den älteren Spielen. Das kann. Ich weiß, woran das liegen kann. Das kann daran liegen, dass im Hintergrund das Aufnahmeprogramm mitläuft. Kann auch sein. Christian. Wenn der Mock nur läuft. Ja, das läuft noch. Die Kamera ist auf jeden Fall unten an. Hä? Die Kamera ist noch an von dir. Woran willst du das denn sehen? Ich sehe das nicht, ich höre das. Mach die andere Wand. Mach die Kamera. Mach um den Fokus zu korrigieren. Aber egal. Richtung Berlin. Ja, du musst Richtung Berlin. Und deshalb blinken wir auch schon nicht. Ja.
An der nächsten Tankstelle solltest du mal ranfahren und tanken. Nein, der ist halb voll. Ach ja, okay, stimmt. Dann brauchen wir erst auf dem Rückweg. Wir brauchen erst tanken oder schlafen, wenn die uns das sagen. Sagen die das bei dem Spiel noch? Ja, das sagen sie. Ja, weil bei dem Eurotruck-Simulator musst du drauf achten, da sagen sie es nicht. Nein, da sagen sie es auch. Weil sonst geht der Motor einfach irgendwo los. Die sagen die aber vorher Bescheid. Die sagen das nicht nur einmal, die sagen das tausendmal. Dann habe ich es übersehen. Weißt du, was mir bei dem Spiel nur fehlt? Christian? Was? Wie die das hätten noch realistischer gestalten können, wenn sie Polizeikontrollen eingeführt hätten. Das haben sie bei Dings, bei Flixbus-Simulator jetzt gemacht. Ja, ich meine aber bei dem Truck hier jetzt, bei dem. Ja, es sind ältere Spiele. Ja, da fehlen. Da ist das noch ganz anders gewesen als. Ja, da fehlen mir aber die. Heute, die Spiele. Die Polizeikontrollen fehlen mir ein bisschen, oder nicht? Aber das ist noch auch noch nicht so hochgetaktet, das Spiel, ne? Das ist ein altes Spiel. Ja, deswegen. Okay, ich war 71 km/h. Ich hab's auf 71 km/h auf Tachometer geschafft. Wow. Woran liegt das bloß? Ja, wir haben 7 Uhr morgens an dem Spiel und 16 Uhr soll ich da sein. Und in Real haben wir ein bisschen viel später. Hm? Ja. Ja. Eigentlich hatte ich heute vor, Siedler, den 10. Tag von Siedler zu spielen und die Römerkampagne zu beenden. Kannst du ja nach der Fahrt machen, bitte. Aber Christian. Der Alex meinte durch German Truck Simulator. Christian. Ja. Nach der Fahrt kannst du das ja machen, bitte. Dann speicherst du ab und dann kannst du das machen. Ja. Oder nicht? Ja. Und dann merken wir uns, dass du nächstes Mal dran bist. Genau. Ich bin mal in den Kiosk gegangen. Laut Anzeige habe ich aber die Hälfte. Das ist die Zeit da oben, ne? Mhm. Die Zeitanzeige. Die Hälfte der Zeit habe ich schon verschwendet. Mhm. Aber du schaffst das von 13 bis 16 Uhr kannst du da sein. Das hast du, das heißt, du hast 3 Stunden Zeitraum. Ne? Ja. Ich werde erstmal die Videos hochladen und dann werde ich dann das, diese Glauben haben. Ja. Wenn mein Internet wieder funktioniert. Guck mir die an. Ich hab Glasplatten. Manchmal ist das schon heftig hier in den Kurven, der auf der Spur zu bleiben und so. Ja. Muss ich echt zugeben. Ja, aber wir fahren zurzeit eine C-Klasse, ne? Ist normal. Sobald wir die B-Klasse kriegen, wird das besser oder die A-Klasse. Hast du ja letztes Mal auch gemerkt, Christian. Ja, ja. 1.399 Euro. Ist doch gut. Reicht nicht. Für einen eigenen Wagen reicht das nicht. Ne, dann lange nicht. Hm? Na, weißt du, wie viele Fahrten du hier machen kannst, um nur einen eigenen Wagen zu kriegen? Ach, du kriegst ja Wagen geschenkt. Gestellt. Nicht gestellt, du kriegst die geschenkt teilweise. Mhm. Von deinen Kollegas und so. Mhm.
ersten Wagen, meine ich, den kriegt man geschenkt. Den jetzt? Nee, nicht den. Du kriegst da irgendwie so einen Wagen von Hans geschenkt. Stimmt. Weil du deine eigene Firma aufmachst. Stimmt. Ist aber auch C-Klasse. Und? Erst muss aber unser Ruf steigen. Wie war das ein geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul? Ja. Kaffee habe ich gesagt. Soll ich dir welchen holen? Nein. Ich habe nur was in der Tasse. Ich warte nur auf eine gerade Strecke. Also knappe 6 Stunden noch. Ja, knappe 8 Stunden. Was erzähle ich denn da? Jetzt auch regelmäßig spielen, ne? German Truck Simulator. Ja. In eurem Hausflur fällt's auf, hörst du das? Das ganze Haus fällt auseinander. Ist alles kaputt? Ne, nur der Wind zischt hier durch. Durch den Hausflur. Durch den Treppenhaus. Bei deinem Vermieter aber kein Wunder, hat sie alle verarscht. Er macht ja nichts. Jetzt müssten auf den Schildern eigentlich schon Dresden erscheinen. Christian, ja? Der macht ja nichts, dein Vermieter. Macht ja auch nichts. Lässt den Rasen mähen im Sommer. Super. Wie lange ist dein Siphon im Bad schon kaputt? Halbes Jahr. So. Ja, so, nee, Sommer letztes Jahr. Das ist, schon ein ganzes Jahr her. Jetzt muss ich trotzdem mal auf die Karte gucken. Ey. Und wie lange ist das her? Wie oft hast du dem schon Bescheid gesagt? 1500 Mal, locker. Ja, ich muss geradeaus weiter. Dann muss ich doch noch Richtung Berlin. Motor, der will hier nicht hoch. Der quält sich. Quält sich immer. Ja, fahr doch an mir vorbei, du Arschgesicht, ey. Fahr dir in die Karre rein. Auf H kannst du hupen, ne? Wie hupen. Ja. Ich war gerade ein bisschen zu sehr nach rechts und dann fängt er mich an, hier anzuhupen. Mal wäre ich auf der Autobahn ausgestiegen und hätte ihn eingeknallt. Naja, ich glaube eher nicht. Meinst du, ich schon alles auf der Autobahn gemacht habe? Was?
Das Geilste ist, wenn du Kinder hinten drin hast, ne? So richtig Kleinkinder, die noch gewickelt werden müssen und so. Dann fährst du nach Polen, 12 Stunden Fahrt, laut Navi, ne? Aber wir sind 14 Stunden hingefahren. Und dann? Und dann, als Beifahrer, hab ich dann die Kinder gewickelt, ne? Mitten im Auto, mitten auf der Autobahn. Ja. Abschneiden, erstmal nach hinten greifen, Kinder wickeln. Da fängt es noch an zu regnen. Das erste Mal Regen in unserer Fahrkarriere. Ja, wechsel doch die Spur. Wer, du? Wer sonst? Du fährst kreuz und quer? Nein, ich wollte die Spur wechseln. Aber ich wollte, dass du das alleine machst. Ach so. Hab eben mal losgelassen. Fein die Leitplanke. Ich doch nicht. Ich kenn mich mit meiner Tastatur aus. Ich weiß. Ich hab sogar eine Leertastatur. Für 10 Fingertippen. Weißt du warum? Dass eine Leertastatur für 10 Fingertippen ist? Ja, weiß ich. Weil die DRO. Weil ich es gerade erwähnt habe. Das ja, sind hier die zwei Dinger drin. Die Punkte. Nicht die Punkte. Das sind zwei Kerben drin. Ja. Wo du deine Finger reinnehmen sollst. Ökonomische Tastatur. Boah, er kommt den Berg hier nicht rauf. Tanke. Eine Tanke haben drin. Kann man das auch nicht noch schneller einstellen? Nee. Nee, das scheint bis jetzt normal so. Beim Eurotruck konnte man das. Ja. Ich brauche mehr Kaffee, auf jeden Fall. Kann ich verstehen. Spinner, lass mich noch immer mehr in Ruhe schlafen. Ey. Ja, wir wurden ja heute Nacht mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt. 2 Uhr nachts war das. Spinner.
Nee, war 2 Uhr nachts und 3 ist er gegangen. Und 3 ist abgehauen, ja. Richtig. Das ist nicht das erste Mal hier. Ich glaube, bevor ich das hochlade, spiele ich doch erst Siedler 2 nochmal. Ja, mach das. Kann es nicht mehr aufhören zu regnen. Ich habe wieder Glück, ich darf in den Regen fahren. Anzeige konnte man doch auch noch irgendwie ändern. Ja, irgendwie hier, ne? Nee. Ja, doch, da war richtig. I. Mit I konnte man die Anzeige ändern. Jetzt habe ich dir den Sprit, wie viel jetzt zeigt er mir an, wie viel Sprit ich noch habe. Oh. Zeig mal. Ohne. Hast du mein Handy wieder drauf? Nee, das war meins. Okay, ich muss hier raus. Auf I hast du gedrückt und wo sieht man das dann oben, ne? Nein, da unten. Die Anzeige habe ich geändert. Wo Kamera drauf stand, jetzt steht da die Tankanzeige. Stimmt, hast recht. Ich kann noch 355 Kilometer mit der Karre fahren. Ja, mit der Bordelektronik, die hast du umgestellt. Du hast den Bordcomputer bedient. Ja. Deutsch. So weit fahre ich gar nicht. Also wenn du das nächste Mal fährst, dann darfst du tanken. 150.000 Mein Handy ist aus, das ist ausgegangen. Nur weil ich mit dem Thomas telefonieren wollte.